Ja, guten Morgen, Freunde. Herzlich willkommen wieder bei einer neuen Ausgabe Frühstück mit Hillbilly. Ja, wir sind wieder hier in unserem Büro, ne? Ihr seht es hier, Büro. Die Mitarbeiter sind auch da. Heute Junior dabei. Heute probieren wir den alten kleinen Klapphobo aus von Bushcraft Essentials und schauen, ob wir da drin noch ein Feuer ankriegen, gell, Erik? Dass wir da vielleicht unser Kaffeewasser drin ein bisschen warm kriegen, ne? Weil es ist nicht kalt. Siehst du, ich habe hier nur ein T-Shirt an. Also, ja, diese Videosendung wird gesponsert von PNP Knives. Ja, ich habe nur ein T-Shirt drunter, ein Polo. Es ist nicht ganz so kalt, aber es ist feucht wie die Sau. Deshalb haben wir ein bisschen Kleinholz noch gefunden und mitgebracht, weil hier ist alles klitschnass. Ich meine, hier regnet es seit Monaten. Unterbrochen mal von 2 Wochen Schnee und 2 Wochen Sonnenschein. Sonst hat es jetzt hier wirklich die letzten Monate nur geschüttet. Hier ist alles klitschnass, da hast du keine Chance, hier irgendwo trockenes Holz zu finden. Außerdem durch die Grillplätze wird ja natürlich immer alles abgegrast in umliegenden Wäldern für Anzündholz. So, aber jetzt würde ich sagen, wir legen los. Wir schauen mal, ob wir hier in diesem Ding hier vielleicht Erik hatte eine gute Idee. Wir können unseren Hobo hier auf so einen Stein stellen und dann ist das, glaube ich, ganz gute Lösung. Also, Rock'n'Roll, Baby. Holt euch einen Kaffee. Wir versuchen auch hier einen Kaffee hinzukriegen. So. Ja, machst du mir mal einen Gefallen, tust du mal Wasser in den großen Topf einspülen bis oben hin. Weil das sieht doch hier schon ganz gut aus. Dass wir hier ein bisschen Holz mitgebracht haben. Ne? Sonst hätten wir da alt ausgesehen. Ja, der Wind hilft hier natürlich schön mit. Ist er voll? Okay, stell mal vorsichtig drauf. Deckel drauf. Und vorsichtig auf diese. Muss man mal vor sich hin köcheln, ne? Da brauchen wir ein bisschen heißes Wasser für den Kaffee, ne? Wind kommt von der Richtung, bläst schön rein. Kann man sich das Pusten sparen, müssen nur ein bisschen Holzstückchen nachschieben gegebenenfalls. Dann mal schauen, ob das was wird, ne? So. Lass mal jetzt ein bisschen vor sich hinkokeln. Raucht noch ein bisschen stark. Irgendwie. Das ist nicht so, noch nicht so eine schöne Flamme. Aber Holz müsste eigentlich trocken sein. Vorteil von dem kleinen Kocher, du hast ja echt einen kleinen Brennraum. Du brauchst nicht solche riesigen Mengen Holz wie jetzt bei dem großen, dass da mal ordentlich nach oben raus Hitze kommt. Da reichen echt ein paar Stückchen und kannst du mal 1 Liter Wasser warm machen, ne? Oder irgendein Gericht schnell kochen. Sind schon cool, diese kleinen Klappdinger. Ah ja, ich glaube, das macht schon ganz gut Fortschritte. Die Holzstückchen brennen vor sich hin. Immer ein bisschen nachschieben. Und ich meine, das Wasser muss ja nicht kochen, das reicht ja, wenn es heiß ist. Dann gibt das einen schönen Kaffee, ne? Schön hier, ne? Frühen Morgen, kein Mensch, nur die Vögel am Zwitschern.
Perfekt, oder? Ja, das kokelt noch vor sich hin und Maria macht hier schon wieder coole Produktfotos mit einem DBK-Zippo. So ein bisschen Eierkarton, Holz, wir haben noch ein kleines Stück Kohle gefunden, ist auch noch mit drin. Und dann kann das hier noch ein bisschen Wasser warm machen. Ja, Gaskocher ist natürlich schon komfortabler. Aber wenn du mal nichts anderes hast, irgendwelches brennbares Material findest du immer und überall ein bisschen. Ne? Mit dem kleinen Brennraum brauchst du ja wirklich nicht viel. Ein Stückchen Kohle, ein bisschen Holz, ein bisschen einen Anzünder, fertig. Und schon kriegst du hier warmes Wasser hin. So, wir bereiten schon mal Frühstück vor. Maria, was willst du? Tee? Gut, einmal Tee. Wir haben sogar noch Tomaten dabei. Cocktailtomaten, das ist natürlich geil. Dann gibt es einmal Tee. Wir haben hier Kaffee. Einmal Kaffee. Erik, willst du auch Kaffee? Kaffee? So, zweimal. Dem kleinen Holzfeuer, wo wir heute nicht wissen, ob das lang genug heiß bleibt oder nicht, habe ich schon mal hart gekochte Eier mitgebracht. Auf dem Gaskocher machen wir dann das nächste Mal wieder frisch gekochte, hart gekochte Eier. Schönes Brot und lecker. Ja, herrlich. Das ist noch ein richtiges Brot, kein Industriebrot. Der Bäcker macht noch richtig schön alles von Hand. Schön Mehl, Zutaten. Körner rein. Solche Bäckereien hast du glaube ich nur noch auf dem Land. In der Stadt kriegst du nur noch Backmischung. Dann gebe ich dir den Tipp, dann fang an selber Brot zu backen. Macht Maria also auch. Ist nicht schwer. Da ist natürlich geil, wenn du es aus einem großen, wir haben noch so ein gusseisernen Topf mit Deckel, da das Brot rein und dann in den Backofen. Das gibt eine richtig geile Kruste. So, jetzt schauen wir mal, was das Kaffeewasser macht. Wir müssen heute noch ein bisschen was arbeiten, ne? Hier im Studio. Ne? Wenn wir ja einmal die Woche im Studio sind, müssen wir die Zeit sinnvoll nutzen. Aber erstmal Kaffee, ohne Mampf kein Kampf. Los geht's. Na Erik, wie sieht's Feuer aus? Gut, ja. Oh ja. Das glüht auf jeden Fall noch da so vor sich hin. Oh ja, jetzt haben wir sogar richtig Glut. Jetzt könntest du sogar, hey, wir haben mal Frühstückswürstchen vergessen, ha? Ja, ich war mal kurz am Feuer dran. Also, Maria war am Feuer dran. So, jetzt wo es glüht, sind wir fertig. Kaffeewasser ist eigentlich heiß. Da würde ich sagen, legen wir los. So, Lille. Vor jedem. Zum kleinen Kaffee. So. Ist eigentlich mehr so ein Topf für zwei. Kommt ihr? Ist eigentlich mehr so ein Topf für zwei. Ach, siehst du? Schon wieder den Spork vergessen, gell? Schon wieder den Spork vergessen. Erik? Ja, komm mal her. Erstmal einen Kaffee hier. Hast du viel Feuer gemacht, dann setz ich. Du, das ist heiß, das war kurz vorm Sprudeln. Ist okay, reicht für einen Kaffee. 80 Grad sind ausreichend für Kaffee. Setz dich. Maria sitzt da drüben, also schnell. Schnell. Ja, ein schnelles Frühstück, weil bei den Temperaturen wird der Kaffee schnell kalt. Cheers. Cheers, lass es euch schmecken. Ah ja, heiß genug, gell? Ja. Sehr gut. Oh, wir haben noch hier doch noch Zucker dabei.
Machen wir ein bisschen, guck mal hier. Noch ein bisschen Zucker rein in den Kaffee, genau. Jetzt habe ich mal gesagt, Maria, guck, setz dich darüber. Ja. Juppa. Ein Tee und dann ein schnelles Sandwich zum Frühstück, dann geht's los. Auch Zucker, Erik? Ja. Sehr gut. Noch mehr? Jawohl. Ein Schälchen dafür. Frühstück war negativ, habe ich nicht dran gedacht an so Sachen. Ich habe auch den Löffel heute vergessen. Das hast du jetzt doppelt Käse geholt? Ja. Doppelt Käse und zweimal Veggie-Wurst. So, also Freunde, lasst euch schmecken bei den Temperaturen hier. Es geht aber. Ja. Oh, lecker, besser mit ein bisschen Zucker. So, Freunde, wir lassen uns jetzt das Frühstück schmecken und langweilen euch jetzt hier nicht mit unserem Frühstück. Hobo funktioniert. Da braucht halt, sag ich mal, einen guten. Wir müssen wieder gute Anziehner basteln, wieder so Wattepads mit Vaseline. Die sind klasse. Machst du zwei, drei unten rein, dann hast du gleich mal richtig ein Grundfeuer, wo du dann in aller Ruhe dein kleines Brennholz reinmachen kannst. Schnell ist halt immer diesen beengten Brennraum, musst du manchmal ein bisschen jonglieren und es kann schnell mal Sauerstoffmangel da drin geben, wenn man zu arg stopft. Hat jetzt aber gut funktioniert, so ein bisschen in den Wind gestellt, dass der Wind so von allein da reinpustet, dann war die Geschichte eigentlich ganz okay. So, gut, dann legen wir mal los hier, Erik. Brot. Tomaten, guck mal hier, Tomaten, richtig, gesund. Cocktailtomaten. Zählt bloß der Cocktail dazu. Ei. Und dann würde ich mal sagen, ja, guten Appetit, Freunde. Zappen nachher wieder rein.